Hey Leute und willkommen zurück bei Terraria. Zweite Session ist es jetzt. Meine zweite Session ist noch gar nicht ganz fertig gewesen und ich habe trotzdem einmal kurz zwischendurch das Spiel beendet, ohne euch was davon zu erzählen. Das dürfte euch natürlich eigentlich auch egal sein, denn ich wollte mal gucken, wie man jetzt hier sieht. Die Lightning-Effekte sind wieder ein bisschen hübscher. Wir haben Farblicht, also hier farbiges Licht, wenn man hier guckt. Hier draußen ist es gerade ein bisschen rot, weil Sonnenuntergang. Und hier drinnen ist es mehr so ein, ja, warmes Licht, sag ich mal, von den Fackeln. Und das ändert sich auch hier, wenn ich die Tür aufmache und solche Dinge. Das liegt daran, dass ich die letzten Male, da hat sich das immer automatisch umgestellt, als ich meine Aufnahmetaste gedrückt habe, die ja F9 ist. Ich glaube, das habe ich schon in irgendwelchen anderen Spielen mal gehabt. Das wohl, genau, Skyrim war es. Da habe ich immer aus Versehen quickloaded beim ersten Mal, als ich aufgenommen habe, weil F9 das auch da verändert hat. Dieser Fehler, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, ist jetzt erstmal behoben. Ich habe die Aufnahmetaste ein bisschen umgelegt, denn bei Terraria hat das hier immer irgendwie die Lightning-Effekte verstellt und das ist ein bisschen blöd, das wollte ich nicht. Also haben wir jetzt eine hübschere Aufnahme als vorher, deutlich hübscher, möchte ich gerade sagen, wenn ich das hier so gerade sehe. Wie das aussieht, mir gefallen die neuen Lichteffekte ziemlich gut. Sind übrigens auch seit Patch 1.1 ist es, glaube ich, ne? Ja, seit Patch 1.1 dabei und ja, sieht verdammt hübsch aus, aber man sollte halt darauf achten, dass man da nicht drin rumfuscht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich genau machen wollte, deswegen habe ich jetzt einfach, während ich hier gequatscht habe, angefangen, da ein neues Geschoss drauf zu stellen, denn genau das war noch mein Plan fürs letzte Mal, aber jetzt habe ich mir gerade erstmal irgendwas wollte ich craften. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Es kann auch einfach nur sein, dass ich gucken wollte, was ich craften kann. Ach, guck mal, ich kann ja erstmal meine ganzen Erze einschmelzen hier. So, ich glaube, das war auch tatsächlich das, was ich machen wollte beim letzten Mal noch. So, Silber müsste ich auch haben. Yep, und Gold habe ich sogar tatsächlich auch. Das können wir auch mal gerade. Da habe ich zwar nicht wahnsinnig viel von, aber immerhin ein bisschen. Mit dem Gold kann man hier so komische Kerzenleuchter und so bauen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich könnte mir ein neues Schwert, wobei ich schon ein Eisenschwert habe, dann brauche ich jetzt gerade kein Silberschwert. Silber Pickaxe kann ich mir auch noch gar nicht bauen, das ist schade, das würde ich nämlich eigentlich gerne. Eisen, ich habe nicht genug Eisen für sowas. Ich weiß gar nicht, was man sich noch alles aus Eisen bauen kann und ich könnte eigentlich auch mal anfangen, mir eine Rüstung zu basteln. Okay, erstmal gucke ich jetzt gerade noch, was ich hier alles aus Holz bauen kann, nachdem ich dieses verbesserte, ein Mannequin, keine Ahnung, das ist so eine Anziehpuppe für gewöhnlich, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Wall, ich brauche eigentlich auch noch mehr Holzwall für mein zweites Geschoss da vorne, aber warum kann ich denn nicht, hallo? Ach, der normale Holzwall, den kann ich nur hier bauen, na gut, dann baue ich mal ein bisschen mehr Holzwall. Das sollte eigentlich reichen. 94 für das kleine Häuschen da hinten. Würdet ihr bitte reingehen und die Türen hinter euch zumachen? Leute, da kommen Augen angeflogen. Ihr seid doch lebensmüde. Komm, ich töte die mal gerade. Bam. Du auch. Komm, zack. Mit meinem neuen Schwert ist das auch deutlich einfacher als vorher, weil ich jetzt nach oben schlagen kann. Im Gegensatz zu vorher, wo ich nur geradeaus schlagen konnte. Was extrem ungünstig ist gegen diese Viecher hier. Lass noch ein bisschen Gold fallen. Gold kann man ja auch immer gebrauchen. So. Okay, dann wollte ich jetzt hier das Haus nochmal gerade ein bisschen ausbauen. Einmal hier den Boden reinziehen quasi. Beziehungsweise den Wall vom Boden. So, hier auch nochmal. Zack. Machen wir das hier fertig. Noch ein bisschen was. So. Eigentlich müsste ich auf mein Haupthaus auch noch ein Geschoss draufstellen. Jetzt fehlen mir echt zwei Wallstücke. Ich kriege zu viel. Und hier kommt schon wieder so ein Auge an. Stirb. So, ja, ich lasse die Tür mal gerade auf. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine schlechte Idee ist. Wobei das Auge irgendwie gar nicht da in die Richtung fliegt. Na dann. Ich könnte das Auge aber mal hier reinlotsen. Komm mal hier rein gerade. Hallo. Komm mal rein. Rein, dann halt nicht. Lass mich doch in Frieden. Hier drin hätte ich es besser töten können, glaube ich. So. Eigentlich bräuchte ich noch irgendwie einen Weg, auf die andere Seite rauszukommen, ne? Kommt dann noch ein Auge.
Gott. Weg hier. Uah. Und was ich noch machen könnte, ist eigentlich hier so ein Weg in meine Mine reinbauen, oder? Allerdings steht hier mein Bett ein bisschen im Weg dafür. Hier noch so einen Mineneingang grabe. Moment. Die Statue weg und dann hier. So. 1, 2, 3 hätte ich da schon gerne. Dann kann ich einmal... Wo habe ich denn? Ich habe keine Holzplatten mehr, oder? Sieht zumindest schlecht aus. Und dann muss ich mir noch welche bauen. Plattform. So. Zack. Dann können wir das hier einmal reinziehen. Und dann muss ich mich hier noch kurz in mein Dings reingraben. Das könnte ich hier... Hier guckt so ein bisschen der Wall rüber. Man kann die irgendwie nicht zusammenfügen. Den Erdwall und den... Wudenwall. Das ist ein bisschen schade. Naja, kann man nichts machen gerade. Kann das. Oh, der Glowstick, der leuchtet jetzt blau. Das ist ja hübsch. Gefällt mir eigentlich ganz gut so. Das hier wollte ich eigentlich, oder müsste ich eigentlich auch noch mit Holz verkleiden, ne? Machen wir das doch einfach mal gerade. Ich glaube, mir geht dann aber das Holz dabei aus. Geht doch nicht. Das müsste eigentlich hierfür noch reichen. Vielleicht fehlt mir ein Holz oder so. Ich sehe das schon kommen. Ist ja meistens so. Nein, es passt genau. Komm, ihr könnt jetzt erstmal alle schön sterben. Hier ganz gepflegt. So. Die auch. Dämliche Augenviechers. Komm. Geh drauf. Sehr gut. Er hat eine Linse fallen lassen. Linsen sind sehr praktisch. Kommen wir später aber noch zu. So. Haben wir das doch auch erstmal abgewehrt hier. Und ich habe jetzt einen kleinen Weg in meine Mine. Wobei das hier irgendwie, müsste ich das auch nochmal austauschen. Moment. Ich holze mal gerade hier diesen Stumpf ab. Der ist irgendwie nicht so richtig toll gewachsen. Schade. Egal. 10 Holz hat seine komische Stumpf gegeben. So. Haben wir das auch fertig? Jetzt kann ich hier... Oh, der verkauft jetzt Glowsticks. Und, wow, ein Stern. Gib mir den Stern. Jetzt ist mein Inventar wieder voll. Moment, da muss ich erst ein bisschen was loswerden. Was habe ich denn hier noch? Den Wall brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Im Prinzip kann ich den Stern auch direkt hier in die Truhe reintun. So. Tja, was kann ich denn noch wegtun? Im Prinzip könnte ich auch da vorne gleich noch hier so eine neue Kiste aufbauen. Weiß man, kann ich hier die restlichen Blümchen wegtun. Brauche ich nicht mehr. Und dann kommt mir gerade eine sehr, sehr lustige Idee eigentlich. Der Amethyst brauche ich nicht. Ich glaube, ich werde gleich mal was ausprobieren hier. Shuriken brauche ich auch nicht. So. Wie wäre es denn, wenn ich... Brauche ich das hier hin? Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, ich mache das. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Ich will mal eine Falle bauen. So, wenn ich jetzt hier so eine komische... Activate, wenn Stepdown. Wenn ich jetzt hier so ein Ding hinsetze. Und wo habe ich denn diesen komischen Pfeilkasten? Da ist der. Okay, wenn ich... Ah, was ist denn hier los? Wie ist der denn hier reingekommen? Ah! Jetzt habe ich ihn nicht aufge... Von unten? WTF! Wie kommen denn da unten Augen hin? Komm, stirb. Ich wusste auch gar nicht, dass die hier so durchkommen. Das ist ja schlecht hier. Wenn ich den jetzt so... Nee, ich muss den vielleicht... Ich arbeite den mal in die Wand mit rein hier. So, wenn ich das jetzt hier so hinbaue, dann guckt er doch in die Richtung. Ja, richtig. Wenn ich jetzt hier... Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Das ist die Frage. Muss ich das vielleicht... Die Frage ist, ob ich das selber überhaupt auslösen kann. Es wäre ja sinnig, wenn ich das nicht könnte. Ich setze das jetzt mal dahin. Wenn ich jetzt mal... Nee, so ein Viech reicht mir leider nicht. Ich brauche mal einen Zombie. Dazu muss ich mal das Auge töten, damit ein neuer Zombie irgendwo spawnt vielleicht. Hallo, Zombies. Na, komm, du darfst mal drauf gehen da. Sehr gut. Zombies? Ja, nein, vielleicht. Jetzt könnte ich mal einen gebrauchen, jetzt kommt keiner. Eieiei, na toll.
glaube, ich setze ihn auch noch auf die andere Seite. Ja, auf der anderen Seite brauche ich jetzt gerade keine Zombies. Ich brauche auf dieser Seite hier Zombies. Ich brauche doch jemanden, der meine Falle testet. Hallo, Zombies. Warum kommt ihr hier nicht? Oh, da hinten ist ein ein Zombie. Ich dachte gerade, das wäre ein Stern, aber es ist dann doch ein Zombie gewesen. Es hat nur so geleuchtet. Ich will ihn jetzt gerade gar nicht töten. Da vorne liegt aber. Ich gehe mal aus dem Weg und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Nein, es funktioniert nicht. Shit. Vielleicht brauche ich auch die andere Pressure Plate. So, wenn ich das jetzt hier hinsetze. Nee. Vielleicht war das auch einfach zu weit weg oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gebaut. Ich lasse das mal da und hole ich gleich mal noch einen Zombie. Aber erstmal möchte ich gerne diesen Stern haben. Denn die verschwinden, wenn die Nacht vorbei ist. Und das wollen wir ja nicht. Ich brauche ja bestimmt irgendwann mal Mana. So. Leute, ich brauche noch einen Zombie. Wo kriege ich jetzt einen neuen Zombie her? Erstmal kommt hier noch ein Auge, das ich jetzt verhauen kann. Komm. Darfst mal ganz gepflegt sterben, darfst du. So. Kommt jetzt hier irgendwo einer? Zombies. Hallo. Muss ich da vielleicht auch irgendwie so eine Leitung bauen oder sowas? Aber die Frage ist, wie baut man Leitungen? Ich kenne mich nicht aus damit. Ich mag aber ehrlich gesagt auch nicht auf dem Wiki gucken. Ich möchte das gerne selbst rausfinden, wenn das irgendwie möglich ist. Jetzt ist hier gleich der Tag vorbei. Die Nacht meine ich. Das ist insofern schlecht, dass das dann keine Zombies mehr spawnen und ich meine Falle nicht ausprobieren kann. Egal, erstmal weiter Augen verprügeln hier. Zack. Noch eine Linse. Ich glaube, ich lebe mir die Linsen erstmal auf. Die kann man später noch gebrauchen. Ich lasse das jetzt erstmal da so. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das halt nicht. Dann habe ich Pech gehabt. Aber, upala, ich dachte gerade, ich wollte ja in die Tiefe eigentlich auch wieder gehen. Das ist ja durchaus richtig, aber ich möchte erstmal wieder mein Inventar ein bisschen leeren. Blah. Ich kann nicht mehr richtig reden hier. Ganz schlimm ist das. So, um dann wieder ein bisschen mehr Platz zu haben für den ganzen Unfug, den ich einsammle. So, das kann weg und das kann auch weg. Mir reicht ein Dirt-Stack zum irgendwas aufbauen. Die Statue könnte ich eigentlich auch irgendwo mal wieder hinsetzen, ne? Dann steht die nicht in meinem Inventar rum. Weiß gar nicht, wo ich die hinpacke. So. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Und jetzt verflüchtigen sich hier gerade wieder die Augen und so. Denn der Tag ist vorbei. Gut. Dann sieht das Inventar ja wieder halbwegs leer aus. Was ich mal machen wollte, ist eigentlich diesen Speer ausprobieren. Wow. Damit kann man ja richtig zielen. Das ist ja cool. Ich probiere den einfach mal aus. Wird schon nicht schaden. So. Gehen wir mal wieder in den Untergrund und suchen wir mal neue Schätze. Da vorne ist sogar gleich ein Schleim, an dem ich meinen Speer ausprobieren kann. Sogar mehrere Schleimer, an denen ich meinen Speer ausprobieren kann. Nein! Stirb! Ja, viel Schaden macht er ja nicht. Oh, na gut, okay, das macht schon ein bisschen Schaden. Aber irgendwie lässt sich damit total schlecht zielen, finde ich. Ich mag mein Schwert irgendwie lieber. Ich pack den Schwert mal erstmal weg. So. Das Schwert ist auch deutlich schneller irgendwie. Und damit trifft man besser. Weil es nicht nur so, nicht nur so ein Pieks ist. Bin ich fast gestorben hier in dem Kram. Egal, ich bin nicht ganz tot und ganz langsam regeneriert man auch, wenn ich mich richtig erinnere, Leben. So, komme ich denn hier? Ich weiß gar nicht, ich war ja ganz schön weit unten schon, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist erst knapp eine Stunde her, aber ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Naja. Da unten ist eine Fledermaus. Ich nehme mal einen Heiltrank. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da... Und ich sehe gerade, da sind irgendwie so Mineralien-Dinger, so Edelsteine, die möchte ich haben.
grab mich mal gerade hier so durch. Besorg mir die. Sieht aus, als wären das mehr Amethysten. Na, da. Du bist tatsächlich auch ein Amethyst. Na, stirb. Hässliches Fledermaus-Ding. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Habe ich schon mehr Lebensenergie? Daran kann ich mich übrigens noch erinnern. Aber es hilft irgendwie auch nicht wahnsinnig viel. Hallo? Warum sind hier... War ich hier nicht? Okay, das wundert mich. Hätte ich einfach so hier aufgehört? Na gut, jetzt bin ich weiter im Untergrund. Wo komme ich denn was... Oh, Gold und anderer Kram. Hier sind auch noch irgendwelche Sachen. Das waren Topase. Cool. Her damit. Immer her mit den Topasen. Kann man auch später noch gebrauchen. Das ist alles ein bisschen, ich will nicht sagen High-Level-Kram, aber Sachen, die man halt jetzt noch nicht unbedingt braucht. Und da höre ich einen Wurm. Wow, was ist das denn da oben? Komm her. Ein Skelett mit einem Mining-Helmet. Den will ich. Aber ich kann gerade nicht. Ich muss mich gegen einen Wurm wehren. So. So, wenn ich den jetzt hier von mal in die Ecke dränge, dann habe ich auch keine Probleme, den zu töten. Wenn du jetzt einen Mining-Helmet dabei hast, nein, hast du nicht, aber du hast eine Bombe dabei. Bomben sind eigentlich ganz praktisch, um Kram abzubauen, aber jetzt gerade mag ich das nicht benutzen. Wow, ist das Goldvorkommen groß. Das ist ja günstig. Ich baue mir mal hier wieder so eine Luftblase rein. Da muss ich nicht jedes Mal nach oben. Kann ich jetzt... Nein, ich kann da noch nicht springen. Uah, mir geht die Luft aus. Kann ich da auch mal direkt... Genau. So. Bauen wir da mal eine Fackel hin. Schadet ja nicht. Und ich höre auch schon wieder mehr Skelette. Das heißt, hier ist wahrscheinlich irgendwo mehr Höhlensystem noch. Was ja auch immer gut ist, weil da muss ich nicht selber so viel graben. Und man kann so Kisten finden und so. Das ist ja auch immer sehr schön. Ich glaube hier, yep, da geht es runter. So, ich bleib mal noch ein bisschen hier, bis das Wasser abgelaufen ist. Nicht, dass ich da unten ersaufe oder so. Andererseits sieht es so aus, als wäre das eine größere Höhle, wo das kein Problem ist, dachte ich. Ich höre schon wieder einen Wurm. Ich hasse Würmer. Ich guck mal erstmal, was hier noch so ist. Denn da geht es auch noch irgendwo hin. Ich höre immer noch den Wurm. Da unten ist der Wurm. Scheiß Viech. Ich mag die Dinger nicht. Die können von mir aus mal ganz gepflegt sterben gehen. Aber hier ist auch irgendwie überhaupt nichts. Dann grabe ich mich mal hier drunter durch. Muss ich nicht nach da oben noch irgendwas bauen. Und jetzt kommt wieder der Wurm und wird mich genau gleich angreifen. Anfressen, könnte man auch sagen. Aber ich habe schon wieder fast volles Leben, also sollte eigentlich kein Problem sein hier. Komm noch, du Scheißwurm. Ach, erwischt. Tot bist du. Was haben wir denn hier? Das ist aber tief. Da unten ist Wasser. Ich weiß gar nicht, überlebe ich das mit Wasser da? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Wasser irgendwie Fallschaden. Oh. Ja, ein bisschen zumindest. Na gut. Immerhin. Ich mal hier noch hoch. Ich starte mal alles ein bisschen mit Fackeln aus. So, und hier haben wir ganz viel Erz. Erstmal. Da unten ist gar nichts. Dann nehme ich mir hier die Fackeln. Uah! Ich wusste, dass irgendwie sowas in der Art passiert. Und ich höre schon wieder einen Wurm. Diese gammeligen Crap-Würmer. Wie mir die auf den Keks gehen. Egal, bauen wir erstmal das Eisen ab. Und da ist gerade irgendwo was kaputt gegangen, habe ich gehört. Und jetzt kommt wieder der Wurm und will mich fressen. Ist schon irgendwie gefährlich hier unten. Andererseits muss ich auch jedes Mal hier runter, um mir neue Erze zu farmen. Weil man es ja nicht wirklich Farmen nennen kann. Das ist eigentlich mehr eine Erkundung. Und das ist ja auch gerade das Schöne. Ich finde, also mir persönlich gefällt Terraria genau aus diesem Grunde ein bisschen besser als zum Beispiel Minecraft, mit dem es ja oft verglichen wird, weil man hat einfach mehr zu entdecken. Also hier ist einfach
gibt's Höhlen und Schätze und Loot und Items. Das ist... Ich mag das. Hat immer was zu sehen, immer was Neues. So. Ist ja auch alles zufallsgeneriert. Was ist denn da unten? Dann gibt's auf jeden Fall Kupfer. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, ich gehe erstmal gerade hier hin.